Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Brickstudios. Heute zeige ich euch 5 Projekte von Ideas, die wahrscheinlich meiner Meinung nach umgesetzt werden können. Viel Spaß mit dem Video, wir sehen uns gleich. Fangen wir hier einmal an mit der Top 5, also nicht, das ist kein Top 5 Video, aber ich finde, das ist sehr gut, denn das ist ein Nacht- und Museumsset, was man hier sehen könnt, also in den anderen Bildern, ein- und ausklappen kann, was finde ich sehr praktisch ist mit diesen ikonischen Typen, der hinten auf dem Pferd ist und auch mit diesen Dinosaurier und auch mit den legendären Affen dort oben und auch mit diesen einen Globus. Hier sieht man dann eine andere Perspektive, wo man auch sehen kann, den Mechanismus, wie man ein- und ausklappen kann und auch da mit dem Pferd drauf. Hier sieht man, dass man das, wie gesagt, also von innen, wie man das ein- und ausklappen kann. Und ich finde auch, dieser eine Typ ist auch sehr, sehr nice. Hier ist es eingeklappt und ich finde, es ist sehr, sehr, sehr kompakt. Und also auch zum Mitnehmen, finde ich, ist es sehr geil. Und ich glaube, ist es jetzt auch zum Modular City geil. Da haben wir ja noch ein Solarsystem, ein funktionierendes. Und das ist nicht, also das dreht sich wirklich. Und das finde ich sehr, sehr nice. Und praktisch. Man sieht hier auch noch die Namen Erde und das dreht sich dann auch noch in der Zeitbahn. Also kann man sehen, wo also diese, das dreht sich in Uhrzeigersinn. Man sieht, das ist ungefähr die Uhr, wo es in der Laufbahn ist. Was finde ich sehr, sehr cool ist. Und ja, das ist alles mechanisch und ja. Dann kommen wir zum nächsten. Das ist hier mal diese eine Cast. Also ich finde das ultra nice. Also ich finde auch diese abgenutzte Sachen, auch mit den, also mit, wie groß das auch ist. Also das ist, glaube ich, viermal ein Darth Vader's Castle und ja, und auch hier sieht man auch das geil mit dem Innenraum, so ist das aufgemacht, dass da ist so ein Tempel und auch hier von oben sieht man, dass es oben ein bisschen offen ist, aber ich finde das Highlight, hier sind die Minifiguren, wie ihr hier seht, also dieses Glänzen in den Augen mag ich richtig sehr und ich finde die Serie auch nicht so schlecht, aber es gibt besseres. Hier haben wir noch ein Set zu Ratatouille. Also ich finde, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, sicherlich nicht, aber da ist einfach diese, diese Ratte auf seinem Rücken, was natürlich sehr, sehr nice ist. Es ist meiner Meinung nach auch sehr gut animiert und hier sieht man ja auch den Eingang und das mit seinem Fahrrad und ja, hier sieht man dann auch gleich eine andere Perspektive, da wo man halt praktisch den Eingang links sehen kann, aber ich finde, diese Perspektive ist viel besser, das ist auch dieser eine Springbrunnen, der viel mehr Atmosphäre das macht. Und es ist übrigens auch modular, also es kann in der Modular City gehen und man sieht, alles kann man einfach abbauen. Also ich finde, das ist auch ein sehr, sehr, sehr nice Set. Und dann hier zu guter Letzt den Innenraum, da wo diese Ratte ist, da wo diese eine Frau ist und die Küche und dann noch zu guter Letzt, da wo diese eine Kritiker ist. Zuletzt haben wir hier einmal einen Wasserpark, der sogar funktioniert, also ist alles mechanisch und es geht halt dort von oben nach unten und es geht dann immer weiter so. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte lasst ein Like da, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.